Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich schulde euch ja noch das Video vom Ford Fiesta Event in Magdeburg. Im letzten Monat kam der neue Ford Fiesta raus. Ich glaube inzwischen die 8. Generation. Und Ford hat halt zum Probefahren eingeladen nach Magdeburg. So, und da haben sie natürlich nicht nur die gestandene deutsche Automobilpresse eingeladen, sondern auch die Technik-Nerds, weil die sich ja natürlich auch denken, ne, Smart Auto inzwischen mit Hotspots, mit Apple CarPlay, mit Android Auto. Die Dinger werden natürlich auch immer vernetzter. Das ist natürlich dann auch für die, was soll man sagen, Technik-Gadget-Junkies interessant. Und ja, auch das sofort vorweg. Ich mache das ja immer transparent. Ford hat die Reisekosten bezahlt. Also die haben den Hin- und Zurückreise bezahlt und auch die Übernachtung. Und für die Verpflegung vor Ort haben die natürlich auch gesorgt. Wer jetzt denkt, Ford stellt dann jedem dann noch einen Ford Fiesta vor die Tür. Nein, man bekam zwar haufenweise gebrandete Milka-Schokolade mit Ford-Verpackungen, die da echt haufenweise rumlagen. Und am Ende gab es auch noch hier so eine Goodie-Bag, wo wir gleich mal reingucken. Aber das ist halt einfach normales Presseevent, wo die ganz normal die Leute zu einladen. Und ich erzähle das einfach, wie es dann war. Ich bin natürlich auch nicht der Autotester. Ich habe zwar auch schon im Leben genügend Autos gehabt und damit rumgefahren und Erfahrungen gesammelt und. Aber ich habe mich natürlich dann auf Sachen konzentriert, naja, meine ersten Eindrücke. Ich kenne ja auch ältere Fiesta-Generationen. Wie ist die Kiste jetzt? Ob ich da jetzt irgendwas zu fahren oder so sagen kann, ich weiß es nicht. Ich kann natürlich auf die Preise eingehen. Was mich natürlich dann interessiert hat, waren natürlich die Sachen. Fords eigenes Sync 3 im Vergleich zu Apple, im Vergleich zu Googles Lösung und dann die Soundboxen. Ich glaube, ich habe am zweiten Tag 2 Stunden damit rumverbracht, nur rauszufinden, ob sich, glaube ich, die 400 € Aufpreis für die Bang & Olufsen Boxen Aufpreis lohnt im Vergleich zum Standardding. Aber da kommen wir gleich zu. So, man kam da mittags-nachmittags hin. Irgendwo habe ich, genau, hier auf der Rückseite ist das Ablaufprogramm. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Das war, man kam um, ja, es 13 Uhr, mittags gab es ein Mittagessen, wer dann schon da war, bekam noch was. Und dann gab es Testfahrten, Probefahren, um 17 Uhr gab es dann die Pressekonferenz. Abends gab es dann ein Abendessen, dann ging es ins Hotel und am nächsten Morgen ging es um 9 wieder zu diesem Testgelände oder zu diesem Gelände, wo die ganzen Wagen standen. Und dann war dann mittags Schluss. So war der komplette Ablauf. Man kam auf dieses Gelände und dann standen da einfach jede Menge Ford Fiestas. Diesel, Benziner in allen möglichen Ausstattungen, mit dem Soundsystem ohne, mit den großen Display-Dingern, also mit dem Entertainment-Paket ohne, mit den tollen Boxen, ohne die tollen Boxen, mit Assistenzsystem, ohne Assistent und. Man musste immer zu zweit fahren und ich hatte am ersten Tag noch das Glück, dass der Danny noch da war. Das war halt das Ende von seinem zweiten Tag und er ist nochmal mit mir rumgefahren, weil man musste immer zu zweit auf die Reise gehen. Ich weiß nicht, ob die Angst haben, dass einer dann Ford Fiesta klaut. Ich glaube eher nicht. Vielleicht, dass halt zwei Aufpasser sind. Wer weiß. Dann hatte Ford eine Route ins Navi einprogrammiert, an die man sich halten konnte. Wahrscheinlich hat da einer sich vorher Gedanken gemacht, die schönsten Stellen Brandenburgs oder sowas. Man konnte aber auch so fahren, wie man wollte. Wir haben dann vieles ausprobiert, sind natürlich mit der Kiste gefahren, mal schnell, mal langsam. Natürlich alles so, wie man es überall durfte. Haben aber auch die Assistenzsysteme dann ausprobiert. Einparken, geschenkt. Aber auch den Spurhalteassistenten. Das hat funktioniert, solange Linien da waren. Wenn natürlich keine Linien da sind, die der messen kann, dann funktioniert das auch nicht. Und wir haben natürlich auch mal die Hände dann vom Lenkrad genommen und dann ist er auf die andere Spur und er steuerte dann doch gegen. Und er beschwerte sich auch immer, wenn man zu lange die Hände weg vom Lenkrad nimmt. Also wer sich da jetzt denkt, Tempomat, Abstandshalter und dann Spurhalteassistent und ich habe hier Tesla autonomes Fahren. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So viel kann ich dem Ford Fiesta aber jetzt sagen. Das war, ich glaube, das ist der größte Ford Fiesta, in dem ich jemals saß. Und von der Qualität war das natürlich echt nett. War aber auch ein Kunststück, wenn die da natürlich die hochpreisigen Ausstattungsvarianten hinstellen. Ich glaube, Einstiegspreis vom Fiesta sind 13.000 Euro, gibt es aber auch schon jetzt rabattiert für 11.000 Euro. Und von Ford Fiesta muss man ja schlucken. Dann standen da aber haufenweise Ford Fiestas rum, die waren ausgestattet mit Wert 28.000 Euro. Und machen wir uns nicht vor. Ich glaube, es gibt wirklich die wenigsten, zahlen dann wirklich fast 30.000 Euro für einen Ford Fiesta. Ich glaube, da geht man doch lieber dann auf andere Autos oder andere Autoklassen.
Ist aber auch wieder, muss man fortan zugute halten, ne? Wenn die da die ganzen Assistenzsysteme reinpacken, das kostet natürlich, so lustig und nett wie das Ganze ist. Aber der Preis ist natürlich auch schön mitgestiegen. Aber da haben wir die, ne, Sachen, ich sag mal, wir haben die HTC, mir fliegt ja gerade kein HTC. Also bei den Smartphones ist es ja ähnlich, gerade wenn die sich dann mit anderen Herstellern vergleichen oder die sagen, unsere Produkte werden besser. Ist das Gleiche in der Autoindustrie, dass dann erstmal mehr bezahlt wird. Wobei es natürlich in der Autoindustrie so ist, die Listenpreise bleiben immer auf Jahre gleich und naja, aber man ist es halt gewohnt, dann Rabatt zu bekommen. Sollte man vielleicht mal beim Smartphone-Händler auch machen. So, bei der Präsentation wurden dann natürlich auch Preise genannt, dann wurden Fragen beantwortet und man war sehr stolz darauf, dass man jetzt deutlich weniger Knöpfe hatte und das war was mir auch aufgefallen ist. Wir hatten ja letztes Jahr schon mal so ein Ford Sicherheitstrainings-Fahr-Event, da gab es ja noch den Ford, den 7. Generation Fiesta und jetzt dachte ich mir auch, deutlich weniger Knöpfe. So, das noch so als Information. Dann bin ich nettes Abendessen am nächsten Tag. Also ersten Tag habe ich mich aufs Fahren konzentriert. War ganz nett, sage ich mal. Also ne, Ford Fiesta. Ich sage ja dann ehrlich, ich bin eher eigentlich ein Golf- und Polo-Fan oder halt im VW-Konzern groß geworden und so. Kenne natürlich auch genügend Fiestas und ist natürlich nett, wenn man diese Kisten über all die Generationen vergleicht. Aber ich dachte mal, das ist bei anderen Herstellern genauso, wenn man da einfach mal die Kisten heute mit denen vor 15 Jahren vergleicht. Das ist schon mal ein Sprung gewesen. Beim zweiten Tag habe ich mich dann auf das Smartphone-Nerdige konzentriert und auch das, was ich sag mal, was man sehen kann. Ne? Display, Reaktionszeit vom Display, Helligkeit vom Display, da habe ich stundenlang mit zugebracht, auch mit dem Versuch rauszuhören, ne, mit den Boxen vom Display. Das war jedes Mal vernünftig ablesbar. Ich glaube, es ist ein 6,5 Zoll Display von der Auflösung, reicht es. Natürlich können die immer noch heller sein und schärfer sein, je nachdem, aber ich sag mal, in deren 3, 4, 5, 6, 7 Teststunden, die da jetzt waren, hat das eigentlich gepasst. Dann habe ich natürlich Sync 3, Fords eigenes digitales Assistenzsystem. Jetzt ohne Spracherkennung, aber mehr, ja doch, sie haben eine Spracherkennung, da waren sie auch sehr stolz drauf. Da muss ich aber ehrlich sagen, von der Sprachbedienung, das war, sage ich ganz ehrlich, nicht das Gelbe vom Ei. Da gefällt mir ein Siri, da gefällt mir ein Google Assistant noch mal besser. Und auch von den Funktionen, die das Ding bietet und auch von der Geschwindigkeit, die das Ding bietet. Und auch ich habe Suchen damit gemacht, was mir da an Orten angezeigt wurden. Das hinkt halt sowohl einer Apple-Suche, aber auch ganz klar einer Google-Suche noch hinterher. Da war mir ein Apple CarPlay oder ein Android Auto, sage ich ganz klar, deutlich, deutlich, deutlich lieber als das Sync 3 von Ford. Sorry. Okay, das ist natürlich auch so eine Sache. Die wollen natürlich auch ihr eigenes System rüberbringen. Die wollen auch vielleicht die Daten haben und nicht Apple und Google da das Feld überlassen. Aber ich habe es einfach im direkten Vergleich mit Apple, mit Google, mit Ford Lösung gemerkt, dass Apple und Google, da ist auch noch jede Menge Luft nach oben. Aber es ist einfach in der Kombination mit einem iPhone oder mit einem Android-Smartphone deutlich besser nutzbar. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, ich glaube, heute käme keiner mehr auf die Idee, großen Aufpreis für Navi zu zahlen oder sowas. Jeder wird wahrscheinlich mit dem Smartphone navigieren. Wir hatten vorne einen USB-Port, war ein bisschen mittig platziert, dann ist auch noch so eine Ablage für das Smartphone. Was ich kritisch sehe, ist, dass es war Glossy-Lack um den USB-Port. Ich will nicht wissen, nach wie viel 200 Mal versuchen, da den Stecker, USB-Stecker reinzustecken und man rutscht ab und also wie dieser Lack dann, sag ich mal, nach ein paar Wochen und Monaten aussieht, drumherum, ob der nicht kratzerempfindlich ist. So, also, das haben wir jetzt das Entertainment-System abgehakt, bleiben noch die Boxen. Ich glaube, 400 Euro Aufpreis für die besseren Boxen und da sag ich jetzt, da war die Speicherkarte voll und ja, man hört einen Unterschied. Ich bin aber der Meinung, für Otto Normalnutzer, macht es keinen Unterschied. Wenn man entsprechendes Audiomaterial hat, Lossless-Formate oder halt auch von den Streaming-Diensten das auf maximaler Qualität runtergeladen und gespeichert hat und das dann abspielt und dann hört, normales Boxensystem, Aufpreis-Boxensystem, man hört einen Unterschied, ja. Aber bei Radiozeug oder ich habe diese Streaming-Qualität auf Standard gestellt, ich habe alles gegeben, ich habe keinen Unterschied in den Boxen gehört. Das ist halt einfach die Sache. Für Otto Normalnutzer, der Normalstreaming sagt, der die Qualität auf Standard hat, der Radio hört, ich habe da null Unterschied gehört.
Und vor allem, das waren die Tests bei ausgeschaltetem Motor. In dem Moment, wo ich dann in dem ratternden Diesel bin, und ja, man hörte beim Ford Fiesta definitiv sofort im Stand den Unterschied, und naja, beim Fahren auch noch, sitze ich in einem Diesel, sitze ich in einem Benziner, da sind so viele Nebengeräusche, dann sind so viele Fahrtgeräusche dann da, dass ich persönlich dann sage, also das ist so das Einzige, wo ich mir jetzt anmaßen würde, eine Kaufempfehlung oder was auch immer, eine Optionsempfehlung auszusprechen. Und das mache ich auch nur, weil ich auf diesem Parkplatz bei Ford dann wirklich, ich glaube, locker 2 Stunden saß und immer vom einem Auto ins andere gehoppelt bin und da den Öhrchentest gemacht habe. So, und damit bin ich durch. Achso, und jetzt wollten wir ja noch in die Goodiebag gucken, wo die kleinen nicht nummerierten Geldscheine sind. Nein. Also, fangen wir mal an. Hier ist nämlich jetzt nicht, wer jetzt denkt, da ist irgendwas Wildes drin. Nein, da sind fort die Infomaterialien zu den wahrscheinlich einzelnen Ausstattungsvarianten. Genau, hier nochmal. Dann gibt es Merkblätter, wie ein Auto aussieht. Dann gibt es der neue Ford Fiesta, Lieferprogramm, Ausstattung und technische Daten. Dann gibt es noch ein Statement, hier Pressemitteilung und. Markteinführung, Preise, Daten und Fakten zum Ford Fiesta. Also das komplette Pressematerial packen die dann noch einmal in Papierform bei. Aber nicht verzagen, wir haben ja auch noch einen USB-Stick, 8 GB. Lasst mal gucken, wie der aussieht. War ja klar, er ist wenigstens Ford gebrandet. Also, und wer jetzt denkt, ja, wenigstens dann hier ein 200 GB USB-Stick abgestaubt. Nein, das ist... Ne, da wird auch nicht, also nein, da gibt's nichts. Also wer das jetzt wieder sich überlegt. Und dann, ich habe es ja gesagt, es gab wirklich massenhaft Schokolade. Und ich glaube, das ist das, was ich wirklich, da habe ich mich bereichert. Ich glaube, ich habe insgesamt 6 Tafeln Schokolade eingesteckt. Und dann inzwischen, naja, jetzt haben wir noch eine da. Also 7 habe ich insgesamt bekommen und 5 schon gegessen. Ja, passt, du hast Platz, so, du hast Platz. Das war's. Das war meine Einstellung, also einfach der Bericht zu diesem Ford-Modell, meine Eindrücke davon, wie das Ganze ablief, wie es gewesen ist. Und ich sag mal so, wir hatten Sync 3 schon letztes Jahr auf dem MWC. Ich kann die Beweggründe verstehen, aber ich sage ganz klar, auch jetzt noch, ne, man muss ja fast sagen, 1,5 Jahre danach, ziehe ich persönlich eine Apple-Lösung oder eine Google-Lösung dann doch vor. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!